Danke für die Einladung. Ich bin froh, dass ich hier mit Ihnen sein kann und dann kann ich Ihnen und dass ich Ihnen etwas über diese Kampagne erzählen kann. Also schauen Sie sich das Bildschirm. Sie müssen nicht alle Worte lesen, die da kommen. Also die wichtigsten Worte werde ich dann sagen. Das ist halt Ihnen zu zeigen, damit Sie uns helfen, weiterzumachen. So, es ist schön, dass Sie hier sein können. Wenn wir über Umwelt sprechen, was wir meinen, ist eine Beziehung zwischen Natur und der Gesellschaft, die in dieser Umgebung lebt. So, am 18. Juni 2018 startete der UISG-Vorstand die Kampagne Sowing Hope for the Planet, Hoffnung, die das Engagement von Ordensfrauen teilt, Laudato Si in die Praxis umzusetzen. Laudato Si hatte sich bereits in den Ordensgemeinschaften verbreitet und wurde Ausdruck einer tiefen Verbundenheit mit den Menschen und mit der Erde durch den Glauben und die Worte von Papst Franziskus. Diese Erkenntnis führte zu dem Bewusstsein, dass dieses Phänomen sich zu einer tieferen Vernetzung entwickelte und so die Botschaft an ein globales Netzwerk von Ordensleuten weitergab, die zusammenarbeiten, um gemeinsam die Klage der Armen ebenso zu hören wie die Klage der Erde. Dieses kollektive Hören schafft eine kollektive Stimme und ein kollektives Handeln mit einem starken Potenzial, die Botschaft Wirklichkeit werden zu lassen, statt nur als Einzelne zu handeln, indem er den fundamentalen Zusammenhang zwischen der Umweltkirche und der sozialen Krise betont, die wir gegenwärtig erleben, fordert Papst Franziskus uns zu einer persönlichen und gemeinschaftlichen ökologischen Umkehr auf und erinnert uns wiederholt daran, dass alles miteinander verbunden ist. Der Zeitpunkt der Kampagne ergibt sich aus dem zunehmenden Bewusstsein und der Dringlichkeit des Klimawandels und aus der Notwendigkeit, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt und die Gesellschaft anzugehen. Laudato Si vermittelt eine geistliche Beziehung und Lösungen, die für die äußerst kritische Situation in unserer heutigen Welt so dringend nötig sind. Sie beginnt mit der Bewusstsein und entfaltet sich durch Inspiration, die der Stimme unserer Schwestern die einflussreiche Kraft gibt, etwas zu bewegen und Erfahrungen koordinieren, die ihnen und ihren Verbindungen die Möglichkeit geben, sich ganz auf die Situation unseres gemeinsamen Lebensraumes einzustellen, um das, was der Welt widerfällt, schmerzlich zur Kenntnis zu nehmen, zu wagen, es in persönliches Leiden zu verwandeln und so zu erkennen, welches der Betrag ist, den jeder Einzelne leisten kann. Dies schuf eine Gelegenheit, nicht nur ein Netzwerk zu entwickeln, das zur Verbreitung der laufenden Aktivitäten beitragen kann, sondern auch die Arbeit von Ordensfrauen hervorzuheben. Viele von ihnen arbeiten schon seit langem daran,
die Verwüstung der Erde und ihrer Bewohner zu stoppen. Und dieses Treffen betonte ihr Handel und ihr Engagement. Das Konzeptpapier wurde auf Initiative der Internationalen Vereinigung von Generaloberinnen in der Zusammenarbeit zwischen dem GPIC-Sekretariat und der globalen katholischen Klimabewegung entwickelt und vereint den Reichtum und die Verbindungen der Mitgliedskongregationen der UISG, damit sie Interdependence uns verpflichtet, an eine einzige Welt, an einen gemeinsamen Plan zu denken. Also das ist diese Kommission, die daran arbeitet. Der vorliegende, sorgfältig entwickelte Plan ermöglicht uns, neue Vorgehensweise in das Rahmenwerk einzuarbeiten, die sich aus unserer Erfahrung mit den Webinaren und aus unserer Kenntnis der sich ändernden Erfordernisse bei unserer Sorge für die Schöpfung ergeben. Wir waren daran interessiert, dass jede Schwester die Möglichkeit hat, einen Unterschied in der Welt zu machen, in der Sorge für das Universum. Die Struktur des Plans zielte darauf, die Bemühungen der Mitglieder der UISG zu koordinieren, die besten Kommunikationsmittel zu nutzen, die Effektivität auszuwerten, den besten Ansatz zur Stärkung der Koordination zu finden, Partnerschaften mit Unternehmen zu bilden und im Plenum hier eine Deklaration für die Kampagne zu entwickeln, um die Position der UISG zu fördern. Zu den ursprünglichen Aktionsplänen gehörte es, durch Webinare die Kampagne anzukündigen und eine ständige Koordinierung zu ermöglichen, Gebete in verschiedenen Übersetzungen zu koordinieren, zu verschiedenen Welttagen und dann die Zeit der Schöpfung zu feiern. So die Erstellung einer Zeitachse anhand der 5 veranstalteten Webinare vermittelt einen Überblick über die organische Entwicklung der Kampagne. Und wir möchten zu den Stimmen der Schwestern hören, die aktiv in dieser Mission arbeiten. So wie der Papst Franziskus sagt, für jede Veränderung, Bewegung, Beweggründe und ein erzieherischer Wege nötig. Hier sagt auch, dass das Gebet uns nach vorne treibt. So für diesen Nachmittag wird uns der Pater ins Gebet. Schön. Der erste Webinar, alles ist miteinander verbunden. Wir müssten schauen, was in der Umwelt geschieht. So, wir wollten die Realität sehen, wo wir sind und was wir dann tun können. Wir sind dann nicht nur mit der Realität connected und mit den anderen Leuten. Wir beantworten Berufung zu unserer persönlichen Konversion. Wir haben die Objektivs, Aktivitäten, Zeugnis, Gebet und Feier und
zu feiern, was Sisters tun. Und dann, wer ist derjenige, der dann daraus Vorteil hat, was wir tun? Zweiter Webinar zeigt unsere gemeinsame Heimat und die Zukunft des Lebens auf der Erde retten. Also wir haben viele Leute eingeladen, das dritte Jahrgang des Laudato Si zu feiern. Und es war klar für uns in dieser Feier, das, was Papst Franziskus sagt, welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen. So das, was in der Welt geschieht, also das Leiden, was in der Welt geschieht, soll auch unser Leiden sein. Und dann können wir etwas daran tun. So. So, wir mussten uns auch organisieren, indem wir zuerst sehen, was geschieht, dann beurteilen, kritisch beurteilen und dann tun etwas together, um einen Unterschied zu machen. Und als wir darüber nachgedacht haben, was in der Welt geschieht, was ist mit der Schöpfung geschieht, also dann haben wir uns auch die Synode über die Jugendlichen angeschaut und Treffen der Politik in Katowice und dann, wie betrifft es uns? Wir haben darüber nachgedacht, wie es uns betrifft. Und dann haben wir einige mit eingezogen, die schon darüber, die schon in diese Richtung arbeiten. So, wir haben geschaut, was geschieht in der Welt schon, und dann haben wir diese drei Schwestern angesprochen. So, wir haben eine globale Verbindung und wir hören von anderen, was schon getan wird in dieser Hinsicht. Dann Webinar 4 in Solidarität, globale und lokale Anliegen verbinden. So haben wir geschaut, wie wir zusammen verbunden sind. Und mit dieser Erfahrung sind wir nach Brasilien gefahren und wir haben etwas davon gehört, was in Bezug auf die Synode in Brasilien. Dann haben wir uns mit den Jugendlichen verbunden, um zu sehen, was wir wirklich als erstes tun sollten. Also wir haben zugehört. Also dann sind verschiedene Organisationen, die sich schon mit der Umwelt befassen, und zu denen
haben wir zugehört und geschaut, was die schon tun und also in Bezug auf die Umwelt. Also fünftes Webinar, wachsender Same der Hoffnung, die Klage der Erde und der Armen hören. Stärkere Integration bei Maßnahmen gegen die Nöte der Erde und der Armen. Und da haben wir zu den anderen Kongregationen wieder in Australien, also gehört, was die zum Beispiel in Australien schon tun. Dann eine Schwester, also dann einige Schwestern, die in Indien, in den Vereinigten Staaten und in Irland sich mit diesem Thema befassen. In Solidarität, Verantwortung und Mitgefühl wachsen. So ausgehend von dem grundsätzlichen flexiblen Rahmen der Kampagne wurden uns die Situationen und Nöte, die die Schwestern zur Sprache brachten, und der Reichtum, der durch ihre Ressourcen vermittelt wurde, stärker bewusst. Die Erwartungen wurden klarer. Wir bestätigten die Arbeit, die bereits geleistet wurde. Wir hatten ein Gleichgewicht. Wir brachten auch Informationen über wichtige Veranstaltungen wie den dritten Jahrestag von Laudato Si, die Vorbereitungen für sie. Also mit allen diesen Hintergrund haben wir eine Webseite zusammengestellt, sodass dass wir auch das weitergeben können, was wir tun. Und sodass wir dann auch mit anderen zusammenarbeiten können. Diese Webseite ist in 6 Sprachen. Es hat eine Homepage mit Nachrichten, dann hat es eine Seite mit den Zielen, Informativen und mit der Kampagne. Dann Seite der Ereignisse wird ebenso durch bevorstehende wie vergangene Möglichkeiten Beteiligung aktualisiert. Und dann gibt es noch eine Seite von Ressourcen, was eigentlich das Herz der Webseite ist. Und es ist das gemeinsame Bemühen der Schwestern, die bereitwillig mitteilen, was sie gerade tun und die Materialien zur Verfügung stellen, die sie bei ihren Aktivitäten benutzen. Und dann gibt es eine Kontaktseite mit den Kontaktdaten zu den Koordinatoren der Kampagne. Und es wurde ein Rundbrief verfasst, um hervorzuheben, was gerade geschieht. Es ist nur zweimal in der Woche in 5 Sprachen. Was
gerade geschieht oder in Kürze folgen wird, und den Kongregationen ein Gesamtbild davon zu vermitteln, wo wir gerade stehen. Um zum Herz der Kampagne der Schwester zu kommen, die den Schrei der Erde und den Schrei der Armen hören, und zu zeigen, was sie als Antwort darauf tun, haben wir ein Video erstellt, das einige der Situationen darstellt, die sowohl eine Klage der Armen wie die Klage der Erde sind. Der zweite Teil zeigt die verschiedenen Werke, von denen die Schwestern uns aus den Aktionen und Missionen ihrer Kongregation berichtet haben. Also wir möchten nicht Informationen anhäufen oder eine Neugier befriedigen, sondern uns bewusst werden, was in der Welt geschieht. Was für eine Welt wollen wir hinterlassen, denen, die hinter uns kommen, unseren Kindern, die jetzt wachsen? Die Erde, die schon zerstört ist, ist unter den Verlassenen und Missachteten. Das Bedürfnis für soziale Verantwortung ist auch bei uns Konsumern. Wir dürfen nicht so viel Plastik in das Meer werfen. Wir müssen beten und uns bewusst werden, dass viel von uns abhängt. Es gibt ein Also die Zahl der Migranten wächst, die aus einer armen Umwelt weglaufen. Wir dürfen dem Gebiet im Mediterraneo nicht erlauben, ein Friedhof zu werden. Das sind alle Aussagen vom Papst Franziskus oder vom Laudato Si. Die Hoffnung wird uns helfen, einen Ausweg zu sehen. Unsere Welt hat Schulden. Gegenüber denen, die kein Trinkwasser haben. Unsere Welt hat große Schulden denen entgegen, die kein Trinkwasser haben, weil ihnen das Wasser nicht gegeben wird. Kultivieren Aktivitäten und Identität. Diese Aktivitäten, wenn sie
aus Liebe getan werden, können auch eine spirituelle Erfahrung werden. Universum entwickelt sich in Gott, der es ihr seine Fülle gibt. Und deswegen in allem gibt es eine mystische Bedeutung. In einem Blatt, in einem Berg, in einem Zwerg, im Gesicht eines Menschen.
Alles ist miteinander verbunden. Die Sorge für die Umwelt muss deshalb in ehrlicher Liebe für unsere Mitmenschen geschehen. Und es braucht eine Hingabe, um Lösungen finden zu können. Das war noch nicht das Ende, aber danke für das Video. So, Sie können schon sehen, also was schon geschieht und was unsere Schwester um die Welt herum schon für die Umwelt machen. Also wir sind sehr, sehr dankbar für das, was schon getan wird. So vieles von diesen Informationen können Sie auf unserer Webseite finden. Also vieles ist davon, was unsere Schwestern in Pfarreien, in Kongregationen, in kleinen Kommunitäten schon machen. So, wir wissen, dass die Schwestern schon zu unseren Webinaren und zu der Webseite mit dieser verbunden sind und es gibt so viele, die uns Informationen senden. Also wir möchten auch über diese drei Informationen noch sprechen. Synode in Amazonas, Global Catholic Climate Movement. Ich möchte noch ein bisschen da über die Information zu dieser Amazonas-Synode zu geben. Die Schwester Andrea hat das vorbereitet. Es kommt ein Video. "87.000 verschiedene Stimmen nahmen an Prozess der synodalen Hörens teil. 22.000 in direkter Konsultation und 65.000 in
der Vorbereitungsprozess. Dann Kommunitäten, Pfarreien und Prälaturen haben daran teilgenommen. Es gab 260 Ereignisse, die da beachtet wurden. 90% von den Bischöfen der Amazonas haben an diesem Prozess teilgenommen. Am 25. Februar ist ziehen Sie die Sandalen aus, weil der Boden ein heiliger Boden ist. Also Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela, inklusive French Guiana, sind mit 7 Millionen Quadratmeter sind von diesem großen Amazonasfluss gebadet. Wir haben verschiedene Treffen gehabt und darüber gesprochen, was wir hier in einem Amazonasgebiet tun können. Und diese Probleme sind ignoriert, nicht nur von den Regierungen, sondern auch von den Gesellschaften und von uns selbst. Die Synode ist weiterhin etwas Kompliziertes für die meisten Leute zu verstehen, weil sie mit dem Universum der Bischöfe und der hierarchischen Kirche eng verbunden ist. Aber im Praktischen heißt es, Kirche geht mit. Wir hatten einen sehr schönen Austausch und die indigenen Leute haben ihre Sorgen und ihre Freuden ausgesprochen. Eine ihrer Sorgen hat mit Klimawandel zu tun. Es regnet wenig, das Wasser wird weniger und das wenig wird noch verschmutzt durch die großen Konzerne. Die Gas und Öl in den Fluss extrahieren. Durch Ihre Unterstützung fühlen wir uns angenommen und geschätzt. Wir Anguchaun Wampis. Ich komme von der Region Condoricange, Amazonas. Ich bin Anguachun und spreche Wampis. Ich hatte auch die Möglichkeit, Spanisch zu lernen. In der zweiten Sitzung, die in Jurimaguas abgehalten wurde, haben verschiedene Organisationen teilgenommen. Bei dieser Gelegenheit, dass ein permanenter Rat von Aguajuan-Leute permanenter Rat von Aguajuan-Leuten zusammengestellt.
So in diesem spezifischen Fall können wir schon sagen, dass wir Aguajuan-Leute sind, weil die Bampis schon ein Teil der autonomen Region geworden sind. Ich gehöre zu Hukama-Leuten, aber ich möchte Ihnen allen sagen, wenn ich mich definiere als Hagua-Indianer, der Begriff Indianer hat keinen rassistischen Geschmack mehr für mich, den uns eine dominierende Gesellschaft zugeordnet hat. Frei von diesen rassistischen Bürden kann ich mich selbst als Indianer, als ein Einheimischer und als eine Person annehmen. Wir können jetzt mit diesen indigenen Leuten gut zusammenarbeiten in diesem Ein drittes Video, das ich zeigen möchte, ist ist von Thomas Insua, der Mitgründer vom Executive. Also Grüße von Global Catholic Environment Movement. Ich heiße Thomas und ich bin froh, dass ich Ihnen dass ich Ihnen mitteilen kann, wie was UI, also die Zusammenarbeit mit UISG. Ich bin froh, dass die Schwestern auch so begeistert sind, dass Laudato Si in Praxis umzusetzen. Wir sind ungefähr 100 Organisationen, die daran arbeiten, und viele von denen sind Ordenskongregationen, also die aktiv mit Laudato Si schon arbeiten. Das Dokument ist sehr schön. Also es ist nicht etwas, was nur Worte sind, aber das uns zu Aktivitäten bewegt. Wir arbeiten zusammen in UISG, besonders mit Schwester Sheila, die ist in unserem Komitee. Und also wir sehen, dass Laudato Si sich an drei Gebieten ausdehnt. Zuerst die Transformation von unseren Herzen, also dass wir selber uns transformieren und unseren Lebensstil, das an unsere Umwelt Impact hat. Und dann können wir die anderen irgendwie uns bemühen, auch die anderen zu ändern oder die anderen transformieren. Also wir müssen auch an die Regierungen und große Konzerne gehen, die da Mitschuld haben. So, jedes Jahr im September treffen wir uns also am 1. September ist das der Tag der Schöpfung. Und am 4. November ist also dieses Jahr möchten wir uns auf diese Amazonas-Synode vorbereiten. Und das zweite Gebiet von unseren wir haben
Programm zusammengestellt für die Erhaltung der Erde. Wir brauchen dazu auch Ihre Hilfe, Ihre Schulen, also dass alle Gebäude, die Sie benutzen, Ihre Schulen und Konvente, Krankenhäuser, dass Sie saubere Energie verwenden. Und drittens, und unsere Advocacy-Aktivitäten. Also wir müssen an so viele Menschen wie möglich mit unserer Information kommen, damit wir laden Sie ein, also diesen Statement zusammenzuschreiben bezüglich des Klimawandels. Also Millionen von Studenten gehen schon auf die Straßen, um zu manifestieren und zu zeigen, dass ihnen die Umwelt wichtig ist. Und das ist eine Kurzfassung von dessen, was wir tun. Und wir ermutigen Sie, dass Sie weiter daran arbeiten, auch in dieser Versammlung. Sie können auch auf unserer Webseite sich anschließen und können sich auch online schulen lassen als Laudato Si Animatorinnen. Wir haben auch in Assisi Kurse bezüglich Laudato Si. Sie können auch dorthin kommen. So, wir brauchen Sie, damit Sie die Kirche auch weiter inspirieren, auf dem Laudato Si zu arbeiten, also das Laudato Si praktisch in die Wege zu leiten. Und einen dritten Partner, den wir haben, ist Pater Joss, der Koordinator von der Ecology and Creation. Wir werden dann Möglichkeiten haben, also die Jahrestage von Laudato Si zu feiern, um immer mehr Leuten dieses Dokument bekannt zu machen. Und wir freuen uns, dass wir immer mehr Leute haben, die mittun. So eine besondere Chance der Kampagne besteht darin, mit einer Stimme zu sprechen und eine kollektive Stärke zu entwickeln, um zu beeinflussen, was heute in unserer Welt geschieht. Die UISG ist eine vereinte Stimme für die Schwestern in aller Welt. Durch diese Kampagne haben wir die Möglichkeit, die Stimme der Schwester bei ihren Bemühungen auf vielen Strukturebenen zu organisieren, damit unser Beitrag zur Sorge für unseren gemeinsamen Lebensraum wirksamer wird. So, was wir schon an Feedback bekommen haben, wird uns dazu bringen, dass wir
so für die Vernetzung, die für die Vernetzung, die durch die Kampagne stattgefunden hat, wird immer wieder große Dankbarkeit ausgesprochen. Diese Erfahrung, die Kampagne braucht Ihre Unterstützung, um zu gedeihen und Ihr Potenzial zu entfalten. Wenn Sie es nicht bereits getan haben, nennen Sie uns bitte den Namen einer Kontaktperson aus Ihrer Kongregation, die für die Weitergabe von Informationen über die Kampagne an alle Schwestern verantwortlich wäre. Zwar schicken wir Mitteilungen an alle Personen auf unsere Kontaktliste, doch es ist trotzdem wichtig, eine Person zu haben, die für die Verbreitung von Informationen und Gelegenheiten der Kampagne an ihrer Kongregation zuständig ist, damit alle Schwestern die Möglichkeit haben, sich zu beteiligen. Nachdem wir ein Jahr lang über die Arbeit nachgedacht haben, die wir bisher zusammen geleistet haben und indem wir den Aufruf ernst nehmen, uns den Schmerz der Welt zu Herzen gehen zu lassen, übernehmen wir die Verantwortung, festzulegen, was wir tun werden. Wir möchten, dass alle Schwestern mitarbeiten in der Art und Weise, was für sie möglich ist. Schwestern leben und arbeiten in Ländern, in denen der Lebensstil den Temperaturanstieg negativ beeinflusst, der sich auf den Klimawandel auswirkt und in denen sie durch den Klimawandel besonders beeinträchtigt werden. Unsere Gemeinschaften sind sowohl mit der Ursache als auch mit den Auswirkungen eng verbunden. Mit unserer gegenseitigen persönlichen Verpflichtung haben wir eine ideale Ausgangsposition, um auf engagierte und integrierte Weise zu reagieren. Als Gemeinschaft von Schwestern, die nach dem Evangelium leben und miteinander solidarisch sind, wissen wir, dass alles miteinander verbunden ist und wollen unser geweihtes Leben zum Wohl unserer Umwelt, unseres gemeinsamen Lebensrahmens führen. Deshalb erklären wir, wir verpflichten uns selbst zur persönlichen und gemeinschaftlichen Umkehr und wollen gemeinsam in abgestimmter und koordinierter Weise handeln, indem wir den Schrei der Erde und den Schrei der Armen hören und im Herzen der Welt als Werkzeuge der Hoffnung vorangehen. Papst Franziskus ruft uns in Erinnerung, alle können wir als Werkzeuge Gottes an der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten aus. So, ich habe Ihnen jetzt vorgestellt, was wir schon getan haben, welche Strukturen wir entwickelt haben, wo Sie sich anschließen können. Und arbeiten Sie mit uns, die Seherinnen der Hoffnung, für unseren Planeten zu sein.
So, an Ihren Tischen haben Sie schon einige Gebiete, die Sie berücksichtigen können. Und denken Sie darüber nach, was Sie in Ihrer Kongregation, in Ihren Kommunitäten tun können. So, jede Generaloberin wird gebeten, im Sinne unserer Verpflichtung geeignete Maßnahmen in einem der folgenden Bereiche zu wählen. Die haben Sie angeblich schon an den Tischen, nachdem ich, wie ich es verstanden habe. Entschuldigen Sie bitte diese Übersetzung, das ist ein bisschen durcheinander durch das viele.